Mein Tag startet heute mit einer wunderschönen Arbeit. So ein bisschen Paradedisziplin. Also Paradedisziplin. Ich meine so, es ist einfach die Lieblingsdisziplin. Ich glaube, von jedem Dröschenfahrer, Weizendröschen, ist einfach schön, wenn er steht und es Ertrag gibt. Und Weizen macht schon am meisten Spass. Autopilot rein. Also ja, da ist kein GPS bei uns noch bei dem. Das ist noch Autopilot Auge, aber Autopilot Balken hoch und runter im Boden angleichen, macht es automatisch als andere. Da drücke ich immer noch ich drauf. Und wenn am Schluss die Mädchen gerade liegen, so wie jetzt hier, dann macht das Meidröschenfahren Freude, weil das ist noch ein gewisser Berufsstolz. Mit GPS fahren ist schön, ist effizient. 12, gut, 12 halber Eis, ich habe von 4 Hektaren gemäht. Jetzt kommt das Gewitter früher als gedacht. Wir haben dann Straubarat zum Pressen. Sehr viel Fläche, wo wir haben breit gehabt, dass es trocken wieder zusammen gemacht. Jetzt regnet es wieder rein, machen wir das Ganze nochmal. Repeat. Aber eben, wir können nicht immer jammern, wir sind froh, wenn der Regen ab und zu kommt. Und wenn er halt kommt, das ist kein Wunschkonzert. Hoffe auch, es hagelt nicht, dann ist alles gut. Der Regen kommt, wir sind hier noch probieren vor dem Regen. Ich bin jetzt mit dem Dröscher heim und probiere vor dem Regen und mit dem Andi noch die paar Schrauballen in Scherme zu bringen, bevor es voll regnet. Das ist eben Teamwork und das ist auch gut. Da kann man drüber fluchen oder gut finden, wenn man will. Es ändert gleich nichts, das Wetter macht was will, das ist auch gut so. Und wir arbeiten mit dem Wetter, nicht gegen das Wetter. Letzte Ballen, jetzt ab in Scherme. Und 2 Stunden später sind wir wieder im Rennen. Der halbe oder knappe Millimeter hat eigentlich nicht sehr viel Nässe gebracht. Das schon gut weiter. Spannender Tag war heute. Mit vielen Highlights und ein bisschen Regen. Und das Programm ist zum grössten Teil fast aufgegangen bis zum Schluss. Jetzt das letzte Feld. Hier hinten dran ist noch das Dinkelfeld. Das meinen wir jetzt noch. Dann ist dann etwa 10 Viertel ab. Dann machen wir Feuer oben für heute. Es gibt so zu Dröschen. Die Haspelstange ist krumm. Und ich kann beim besten Willen nicht erklären, wie das passiert ist, weil ich bin nie dran gefahren. Es wäre ja da auch etwas krumm. Ich weiss nicht, ob sie noch immer angehängt hat beim Anschauen. Keine Ahnung. Ein Phänomen und ein Rätsel. Aber daran und ich flicken jetzt das. Es ist heute nicht so wahnsinnig viel Druck. Und irgendwie müssen wir jetzt doch ein bisschen MacGyver-mässig etwas flicken. Und nachher fahren wir weiter. Die Stange haben wir jetzt abgenommen. Und geredet. Der Schritt war noch cool gewesen zum Filmen. Ich hatte keine freie Hand. Das noch geredet hier. Wenn man etwas flickt, ist immer ein bisschen MacGyver dabei. So, jetzt. Das draussen sieht ja wieder super aus. Haben wir können richten, die Stangen drauf genommen. Jetzt war die Halterung hier kaputt gewesen. Und jetzt haben wir eine von dort hier gesetzt. Und weil wir halt hier noch so ein altes Ersatzteil haben, das man normalerweise eigentlich für einen Balken braucht, im Balken innen, basteln wir etwas und vielleicht geht das auch. Und sonst ist es auch nicht so tragisch, wenn wir jetzt einen Tag ohne das fahren. Alles wieder wissen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Der kratzt das Getreide zumindest nicht. Das flicken wir dann schon. Irgendwann ist wieder, wenn wir das Ersatzteile haben. Morgen oder so. So, heute ist so fast ein bisschen der letzte Tag, wo es streng zu und her geht. Wir haben sage und schreibe den 20. Juli. Also wir sind relativ früh dran mit dem Ende von der Herren. Heute ist nochmal Dinkel angesagt und das ein bisschen in einer Höhe, also bei uns auf dem Wiesenberg oben. Und zuerst noch bei den Nachbarn hier, sehr genau, in einer Waldlichtung. Und das ist wirklich ein kleines Problem, da muss ich jetzt ehrlich sein, das auf der Strasse fahren macht keine Freude als Bauer. Es sind alle immer ein bisschen nervös, wo hinten dran sind, ist mir bewusst, die Leute sind im Druck. Das ist klar, aber wir brauchen die Strasse auch, um von A nach B zu kommen. Und
Da müssen wir ein bisschen Toleranz einander gegenüber und bitte überholen. Einfach nicht so unnötig. Wir wollen keine Unfälle. Da wären wir extrem froh. Vor lauter Tröschen noch vergessen zu filmen, aber das erste Stück heute Morgen ist gemeint. In Decken an einer Waldlichtung. Jetzt geht es weiter auf Zeglingen. Nächste Station, Dinkelmeier am Wiesenberg. Der Wiesenberg ist hier oben. Das ganze Oberbasengebiet ist hier unten. Wunderschöne Aussicht, schönen Tag. Dort vorne ist normalerweise ein Spitzrad am Dröscher. Und der Teil, das Getreide, dass man schön nachher, jede Balkenbreite nehmen kann. Und wir haben jetzt hier bei diesem Getreide, also bei diesem Dinkel hier, so selber gemachte Stosszehen dran, also Nashornzehen. Ihr seht sie dort auch. Und das Gute ist, es tut dann eben den Dinkel nicht über die Spitze reinlieren und es geht immer so Sache und mühsam. Sondern wenn er eben liegt, kann man es mit diesen Stosszehen einerseits schön trennen und andererseits schießt es unten auch gerade ab, wenn es eben so liegt wie hier. Und es ist überhaupt kein Ärger, es kommt nur wunderbar zum Dröschen und man kann gleichmäßig schön zufahren. Dinkel, ich weiss nicht, ob ich das schon vom Nöchen mal gezeigt habe. Den lässt man hier im Spelz innen. Das ist die Idee beim Dröschen, dass man keine Kerne hat, weil das macht nur der Müller nur fertig. Wir als Dröschenfahrer müssen schauen, dass es mit dem Spelz mitkommt. Das ist der letzte Strich, den wir noch ziehen. Aber sicher der letzte Strich, um dieses Jahr noch irgendwie selbst das zweite auf dem Feld ziehen. 95% von der Rennen oder ja gut 90% von der Rennen sind abgeschlossen jetzt mit diesem Feld. Wir haben so vielleicht auf der Schaufel oben auf einer höheren Ebene und im Zieg, das ist auch gerade in der Nähe bei uns, noch ein bisschen Weizen schon. Nachher kommen dann natürlich noch die Herbstkulturen. Nachher eine schwarze Nase. He? Nächste Woche putzen wir ein bis zwei Dröschen schon wieder. Da ist immer noch einer für den Herbst, den wir nicht putzen und dann noch brauchen. Fertig ist!